Ich habe diese Geschichte erlebt, als ich 17 war. Ich war ziemlich gut in Form, da ich verschiedene Sportarten trainiert hatte. Unter anderem Boxen und Wrestling. Eines Tages forderte mich Alexander, einer von den Typen, die immer Ärger machen, zu einem Kampf auf. Ich war überrascht und sagte, wenn ich dich einmal treffe, wirst du direkt in den Himmel aufsteigen. Das hätte ich nicht sagen sollen. Plötzlich wurde er wütend und schrie mich an. Ich werde dich zerstören, auffressen und vernichten. Ich war irritiert. Doch ich wusste nicht, was ich tun sollte. Er rannte auf mich zu und schlug mich. Doch ich konterte sofort mit einem weiteren Schlag. Er hatte mich wütend gemacht. Mein erster Schlag hatte direkt dafür gesorgt, dass er auf dem Boden landete und aus der Nase blutete. Ich wollte ihm aufhelfen, mich entschuldigen und vorschlagen, die Sache beizulegen. Er war jedoch immer noch wütend, griff nach mir, zog mich auf den Boden und begann erneut auf mich einzuschlagen. Nun rastete auch ich aus und schlug mit aller Kraft zu. Wieder fiel er hin und konnte nicht mehr aufstehen, da er so große Schmerzen hatte. Ich schrie ihn an, dass er aufhören solle, doch er schien verrückt vor Wut zu sein. Wieder stand er langsam auf und schrie, während er auf mich zutaumelte. Lass uns kämpfen! Ich schrie zurück. Bitte hör auf! Du wirst sterben, wenn du mich weiter angreifst! Er lächelte nur. Natürlich! Einer von uns muss eben sterben! Dann versuchte er, sich wieder auf mich zu werfen. Ich hob ihn hoch und drückte ihn dann auf den Boden. Es sah aus, als hätte er sich das Genick gebrochen. Er stand mit gebrochenem Genick wieder auf und rannte auf mich zu. Ich stellte ihm ein Bein und in seinem Fall brach er sich ein Arm. Trotz des gebrochenen Armes rannte er wieder auf mich zu. Ich schrie ihn an, er solle aufhören. Doch er rannte weiter schreiend auf mich zu. Ich höre erst auf, wenn du tot bist. Ich trat ihm mit aller Kraft und er flog einige Meter durch die Luft. Nachdem er auf dem Boden gelandet war, versuchte er wieder aufzustehen. Mittlerweile schien sein gesamter Körper zerstört zu sein. Er konnte sich nicht mehr bewegen. Ich nutzte den Moment, um sofort die Polizei zu rufen. Diese erschien schnell und Alexander wurde in einen Krankenwagen geladen. Im Krankenhaus angekommen, brachten sie ihn sofort auf die Intensivstation. Auch euch hatte einige Verletzungen davon getragen. Doch sie waren nicht ansatzweise so schlimm wie die von Alexander. Einige Tage vergingen, bis ich plötzlich eine Nachricht von ihm bekam. Lass uns kämpfen. Ich rief ihn an, entschuldigte mich und sagte ihm, ich würde aufgeben. Einige Sekunden lang war es still. Dann hörte ich ihn wieder flüstern. Lass uns kämpfen. Mein ganzer Körper zitterte. Er hörte mir einfach nicht zu. Sein einziges Ziel schien es zu sein, mit mir zu kämpfen. Ich blockierte seine Nummer. Nach einiger Zeit erhielt ich einen Brief. Im Brief standen erneut dieselben Worte. Lass uns kämpfen. Einige Tage später klopfte jemand an meine Haustür. Ich schaute hinaus und sah, dass Alexander vor meinem Haus stand. Er humpelte und hatte einen Gipsarm. Ich rief die Polizei. Doch er hörte nicht damit auf, in meiner Nachbarschaft herumzulungern. Irgendwann beschloss ich wegzuziehen. Es verging eine lange Zeit, in der ich nichts mehr von ihm hörte. Nach einigen Jahren traf ich zufällig auf einen Freund aus der Highschool. Luke. Wir unterhielten uns und er erzählte mir, was mit Alexander passiert war. Nach dem Kampf mit mir forderte er auch andere Mitschüler auf, mit ihm zu kämpfen. Die meisten lehnten ab und versuchten, ihm aus dem Weg zu gehen. Einer jedoch, Nicholas, nahm die Herausforderung an. Die beiden kämpften so lange, bis Alexander Nicholas mit bloßen Händen tötete. Danach kam Alexander ins Gefängnis. Ich war verstört. Er hatte also alles, was er gesagt hatte, ernst gemeint. Bin ich damals nicht wesentlich stärker, als er gewesen wäre, dann würde ich jetzt vielleicht nicht mehr leben. Dies ist eine Geschichte, die ich auf einer religiösen Reise erlebte, welche ich mit 13 oder 14 auf den Philippinen unternommen habe. Meine Freunde und ich übernachteten in einem großen zweistöckigen Gebäude in Manila. Das Gebäude hatte mehrere Zimmer, war schön, friedlich und ruhig. An unserem zweiten Tag beschlossen meine Freundin Apple und ich, zu den Duschen zu gehen. Apple ging in die erste Kabine und ich in die zweite. Während wir duschten, hörten wir unsere Freundin Violet, die fragte, wo wir seien. Fröhlich antwortete ich, Apple ist in der ersten Kabine und ich in der zweiten. Du kannst die dritte nehmen. Ich freute mich, dass Violet dazugekommen war. In diesem Alter dachte ich, dass das gemeinsame Duschen und Fertigmachen sicher Spaß machen würde. Ich hörte, wie sich die Tür neben mir öffnete, der Duschvorhang raschelte und die Dusche eingeschaltet wurde. Als ich etwas sagte, rief Apple aus ihrer Kabine, »Hey, mit wem sprichst du denn?« Ich dachte mir nichts dabei. Apple konnte Violet wegen des laufenden Wassers sicher nicht so gut hören. Ich antwortete also, »Violet ist hier, sie ist in der dritten Kabine.« »Oh, okay«, sagte Apple.
Nun unterhielten wir uns zu dritt weiter. Als nächstes kam auch unsere Freundin Laila dazu. Ich erklärte ihr, in welchen Kabinen wir waren und sagte ihr, sie solle in die letzte Kabine gehen. Genau wie bei Violet hörte ich wieder die Tür, den Duschvorhang und das laufende Wasser. Wir unterhielten uns für einige Minuten. Irgendwann fragte Violet, ob sie meine Seife haben könnte, da sie ihre vergessen hatte. Ich sagte, ja, na klar. Oben an der Seite der Kabine war ein kleiner Zwischenraum, durch den ich ihr die Seife reichen wollte, doch sie nahm sie nicht an. Ich sagte, hey Violet, hier ist die Seife. Keine Antwort. Ich wartete noch 5 Sekunden, doch niemand antwortete. Ich dachte mir nichts dabei und vermutete, sie hätte ihre Seife doch noch gefunden. Nachdem ich mit dem Duschen fertig war, rief ich, wir warten auf euch, sodass wir zusammen zurück in unser Zimmer gehen können. Apple und ich warteten also. Von unserem Platz aus konnten wir die Türen der Duschkabinen sehen. Das Glas der Türen war nicht durchsichtig, doch die Silhouette der Person dahinter ließ sich erkennen. Während wir warteten, bekam ich ein komisches Gefühl. Dann realisierte ich, dass es im Waschraum komplett still war. Kein laufendes Wasser, keine Geräusche. Ich rief nach den anderen beiden. Keine Antwort. Irritiert schaute ich Apple an, die genauso verwirrt aussah wie ich. Sie zuckte mit den Schultern. Ich machte mir Sorgen um unsere Freundinnen und ging auf die Tür der dritten Kabine zu. Vorsichtig drückte ich dagegen. Ich erwartete, dass sie verschlossen war. Doch das war sie nicht. Ich bekam langsam Angst. Die Kabine, die warm vom Dampf des heißen Wassers hätte sein sollen, war kalt. Entschuldige, Violet. Ich schloss die Augen und zog den Vorhang weg. Ich habe mir nur Sorgen gemacht. Dann blieb ich wie festgefroren stehen. Das, was ich sah, oder eher, was ich nicht sah, verstörte mich. Die Kabine war leer und komplett trocken. Hier war niemand gewesen. Ich verließ die Kabine und ging hinüber zur vierten. Hier war es genauso. Sie war trocken und Laila war nirgendwo zu sehen. Vor Angst zitterte ich. Mit wem hatte ich gesprochen? Waren Violet und Laila schon gegangen, ohne dass ich es gemerkt hatte? Mit zitternden Händen griff ich nach dem Duschkopf. Ich erwartete, dass zumindest dieser nass war. Nichts. Er war komplett trocken. Ich rannte nach draußen und griff nach Apples Arm. Dann liefen wir in unser Zimmer, in dem sich Violet gerade mit einer anderen Freundin unterhielt. Wir fragten sie, ob sie gerade in der Dusche gewesen sei, und sie bestand darauf, die ganze Zeit über im Zimmer gewesen zu sein. Die übrigen Mädchen bestätigten, dass sie das Zimmer nicht verlassen hatte. Als nächstes suchten wir nach Laila, die wir in der Cafeteria fanden. Natürlich stellten wir ihr dieselben Fragen. Genau wie Violet gab sie an, die ganze Zeit in der Cafeteria gewesen zu sein. Apple und ich schauten einander verstört an. Wer hatte dann nach der Seife gefragt? Was hatte ich gehört, wenn die Duschen die gesamte Zeit aus gewesen waren? Und das Schlimmste, was, wenn mich jemand aus der Kabine nebenan beobachtet hatte?